Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier. Schön, dass du ja wieder dabei bist. Und in diesem Video möchte ich dir ja einen kleinen Trick zeigen, wie du mit WhatsApp Anfragen für dein Business erhalten kannst. Und zwar siehst du hier unterhalb schon zwei Links, die ich mal vorbereitet habe. Es gibt nämlich bei WhatsApp die Funktion, wenn du ja einen dieser Links aufrufst, also https://wa.me/, dann deine Nummer, ja, und dann eben, wie gesagt, diesen Link hier verwendest, dann passiert Folgendes: Wenn jemand auf diesen Link klickt oder wenn du jetzt diesen Link hier einfach kopierst und in deine Browserzeile eingibst, dann öffnet sich sozusagen die WhatsApp Messenger-App und dort steht dann im Prinzip bereits für die Person vorgeschrieben der Text, den du hier hinterlegt hast. Die Person muss dann im Prinzip nur noch auf Absenden klicken und bei dir kommt dann jetzt in diesem Falle hier an, wenn du diesen ersten Link hier klicken würdest, bitte senden Sie mir mehr Informationen zu Ihrem Business zu und du kannst dann dementsprechend darauf antworten. Natürlich kann man den Text auch abändern. Du gibst hier hinter dem 49, ja, oder wenn du halt ja nicht in Deutschland bist, musst du halt deine Ländervorwahl hier dann eingeben, dann deine Telefonnummer und dann beim Text eben kannst du hier diese einzelnen Textbausteine abändern und kannst die auch beliebig erweitern, indem du dann zum Beispiel hier das einfach jetzt mal hier rauskopierst, ja, und einfach hier hinten anfügst und dann könntest du jetzt hier ja den Text eben noch beliebig anpassen und verändern, ganz nach deinen Vorstellungen und wie es dir beliebt. So, aber was nützt uns jetzt mit dieser kleine Trick? Wie kannst du mit diesem kleinen Trick jetzt hier arbeiten? Für was kannst du oder wie kannst du das Ganze anwenden? Zum Beispiel, wenn du Werbung in Gruppen oder Foren machst, ja, dann hast du ja in der Regel ein Bild, ein Video oder was auch immer, was du dort postest. Und dann könntest du zum Beispiel unterhalb deiner Werbeanzeige dann eben diesen Link hier posten, indem du dann sagst, weitere Infos, einfach den Link klicken, ja, und ja, und dann kann jeder, der einfach Interesse hat, den Link klicken und du bekommst sofort eine Nachricht und kannst mit der Person dann über WhatsApp interagieren. Dazu wird sich natürlich empfehlen, den Link nicht so zu posten, sondern ja, dir vielleicht eine Domain zu bestellen oder wenn du schon eine Domain hast, eine Subdomain zum Beispiel machen. Bei mir ist es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, info.oliverschirmer.de. Kannst du ja einfach mal ausprobieren, wenn du mehr Infos zu meinem Business haben willst. Schicke ich dir natürlich da auch dann gerne zu. Aber so könntest du das dann zum Beispiel machen und das dann in der Werbeanzeige oder in dem Forum, wo du dann gerade aktiv bist, das eben dann posten. Also wenn jetzt jemand eine Frage hat, könntest du dann zum Beispiel die Frage beantworten und auch dann den Link setzen. Du kannst aber auch hergehen, einfach wenn du ein YouTube-Video machst, wenn du ein Facebook-Video machst, könntest du das Ganze einfach auch hochladen und dann unterhalb des Videos oder in die Beschreibung eben diesen Link setzen und dann im Video halt darauf verweisen. Ist auch eine super Möglichkeit. Du kannst aber auch, wenn du mit Visitenkarten und Flyern arbeitest, ja, kannst du diesen Link dann auch hier empfiehlt sich dann eben eine Domain zu registrieren, ja, und die dann quasi verknüpfen, das heißt dann die Domain eine Weiterleitung mit diesem Link hier zu machen. Ja, oder dann eben auf den Flyer oder die Visitenkarte dann einen QR-Code hinterlegen mit diesem Link, ja, so dass es eben den Leuten sehr, sehr einfach machst, ja, mit dir in Kontakt zu treten. Ja, du könntest zum Beispiel ja auf Autowerbung das Ganze machen, ja, QR-Code auf dein Auto drauf oder dann eben deine Domain und wenn dann jemand die Domain eingibt, erscheint er dann gleich im Prinzip in der WhatsApp Messenger-App, ja, und kann so einfach mit dir in Kontakt treten. Ja, Plakatwerbung, also es ist im Prinzip alles denkbar, ja, wo du Werbung machst und schnell mit den Leuten in Kontakt kommen willst. Oder du könntest zum Beispiel einen Blogartikel erstellen und dann am Ende des Blogartikels dort dann diesen Link platzieren, ja, und noch einfacher mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich habe zum Beispiel auf einer meiner Webseiten, habe ich zum Beispiel, ja, hier unten, wenn du noch Fragen hast, ja, du hast noch Fragen, stell mir deine Fragen. Wenn die Person jetzt hier draufklickt, können wir ja gerade mal machen.
Am PC sieht es dann so aus, ja, senden Sie Folgendes mit WhatsApp an. Hallo, ich habe Ihre Seite besucht und habe noch eine Frage, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Ja, so, und wenn jetzt die Person dann auf Senden geht, im Handy ist sie halt direkt in der App drin. Und wenn sie da, wenn dann die Person auf Senden klickt, dann kommt eben diese Nachricht bei mir an und ich kann darauf reagieren. Wie gesagt, wenn du einen Blog hast, kannst du es in einen Blogartikel einbauen. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du einen Blog aufbauen willst oder einen Blog starten willst, dann habe ich auch hier eine Empfehlung für dich. Das ist Builderall. Mit Builderall kannst du super leicht hier einen eigenen Blog, hat also eine Blogfunktion, kannst du super einfach einen eigenen Blog ja, erstellen. Ist jetzt aber nicht Thema dieses Videos, nur so als kleiner Tipp hier am Rande. Ich mache dir den Link mal unterhalb des Videos. Und dann kannst du dir das Ganze einfach mal in Ruhe anschauen oder 7 Tage kostenlos testen. Genau, du könntest aber auch hergehen und könntest zum Beispiel das Ganze hier, den Link dann, wenn du jetzt ein Bild postest auf Instagram oder wenn du eine Story machst oder wie auch immer, könntest du dann verweisen auf deinen Link in der Bio. Und könntest dann eben dort diesen Link hinterlegen. Ja, auch bei der E-Mail-Signatur ist es denkbar, ja, dass du dort einfach dann eine Domain hinterlegst, zum Beispiel Kontakt. Dann dein Name.de. Ja, also könnte man so aussehen, zum Beispiel Kontakt.oliverschirmer.de. Ja, jetzt so in meinem Falle. Und dann das im Prinzip in die E-Mail-Signatur und vielleicht noch ein Call to Action davor. Lust auf mehr, also mir fällt jetzt gerade spontan nichts anderes ein, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit, ja, sowas in der Art, ja, muss halt auch immer ein bisschen zu deinem Business passen und dann könntest du jetzt drunter machen, mehr Infos hier. So oder so in der Art, ja. Und ja, und das ist im Prinzip auch schon alles. Ja, also kann man richtig kreativ werden mit. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze für dich jetzt auch ein bisschen hilfreich war, dass du die eine oder andere Idee für dich erhalten hast. Wenn das Ganze für dich, ja, wenn das einen Mehrwert für dich hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß ja nie, ja, für wen diese Infos jetzt gerade interessant sind. Und ja, freue mich auf eure Kommentare und freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Wie gesagt, den Link zum 7-Tage-Test mache ich dir auch unterhalb des Videos rein. Und ja, wenn du Fragen hast, komm einfach auf mich zu. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles Gute, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.